Entwarnung konnte vom Land Tirol im Falle jener 48-jährigen britischen Staatsangehörigen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag tot in ihrer Wohnung im Tiroler Unterland aufgefunden wurde und in der Vorwoche aus Nigeria eingereist war, am 18. August 2014 gegeben werden. Die Frau war nicht mit dem Ebola-Virus infiziert. Das haben die sicherheitshalber durchgeführten Untersuchungen am Tropeninstitut in Hamburg ergeben. In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Bekannte der alleinstehenden Frau, die in Fomp wohnhaft war, bei der Polizei Alarm geschlagen, dass sie auf Klopfen die Türe nicht öffnet. Es wurde dann ein Polizeieinsatz durchgeführt, die Türe geöffnet und es konnte die Frau leblos vorgefunden werden. Es hat sich dann herausgestellt, dass äußere Zeichen der Gewalteinwirkung nicht feststellbar waren. Die Bekannten der Frau haben der Polizei gegenüber mitgeteilt, dass die Frau in Nigeria aufhaltig war. Und nachdem Nigeria ein Verdachtsland für Ebola ist und der Sprengelarzt die Totenbeschau durchgeführt hat und im Zuge der Totenbeschau einen viralen Infekt nicht ausschließen konnte, haben wir das Ausschlussverfahren gewählt und haben Proben aus der Leiche gezogen und zu einem Tropeninstitut nach Hamburg verbringen lassen und dort untersuchen lassen. Und dieses Ergebnis liegt nunmehr vor und es ist sehr erfreulich, dass also keine ansteckende Krankheit festgestellt wurde. Wir haben jetzt die Untersuchungsbefunde von eingeschickten Harn- und Blutproben bekommen und sind sehr froh, dass diese alle negativ sind, dass wir eben die Erkrankung Ebola dezidiert ausschließen können. Wie sieht das mit den Leuten, die Kontakt hatten, aus? Nachdem die Leute, die eben Kontakt haben und hatten, natürlich Professionalisten sind, auch entsprechende Schutzmaßnahmen in ihrem Beruf umsetzen, also entsprechende Händehygiene, Handschuhe genommen haben, wäre auch im theoretischen Fall, dass der Befund anders ausgegangen wäre, mit einer Gefährdung höchstwahrscheinlich nicht zu rechnen gewesen.